Ja, wir sind heute bei einer Schlüsselfigur für den Beitritt der DDR zur Europäischen Gemeinschaft. Carlo Trojan war seinerzeit Verhandlungsführer für die Europäische Kommission. Und Herr Trojan, als 1989 die Mauer fiel und die Bilder um die Welt gingen, da waren Sie ja stellvertretender Generalsekretär der Europäischen Kommission und damit in der Funktion auch des Berlin-Beauftragten. Und was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als Sie diese Bilder sahen? Ja, ich war faktisch stellvertretender Generalsekretär und auch Berlin-Beauftragter. Ich hatte viele Kontakte in Berlin. Ich habe damals Diepken und Walter Mompel gut gekannt. Selbst war ich am 9. November war ich in Belfast, in Nordirland, Ierland, auch eine geteilte Stadt. Und einige Jahre nachher war ich Leiter von einer Kommission Taskforce für das Friedensprozess in Nordirland. So, ich habe damals viele Kontakte auch in Irland gehabt. Ich war sehr überrascht, wie alle Leute waren überrascht über die Fall, über die Mauerfall. Und sofort bin ich via Brüssel die nächste Tag nach Berlin gereist. Und ich habe noch ein Foto davon, die steht dort in die Berliner Mauer. So, ja, das war doch ein ganzes Ereignis, dass das so kam. Ja, und dass sich diese Verhältnisse so schnell in Richtung Wiedervereinigung entwickelt haben, das hat damals ja auch kaum jemand geglaubt, ich auch nicht. Aber auch die europäischen Mitgliedstaaten, die waren ja auch nicht unbedingt sehr begeistert von der Wiedervereinigung. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Maggie Thatcher, die eiserne Lady, hat ja doch deutliche Ablehnung signalisiert. Und selbst Mitterrand, der eigentlich mit Helmut Kohl ganz gut konnte, auch der war doch sehr zurückhaltend. Wie haben Sie denn das empfunden? Ja. Das ist richtig. Damals waren nur wenige, die geglaubt haben, dass die deutsche Wiedereinigung faktisch sehr schnell kommen werde. Wie Sie sagen, Margaret Thatcher war sehr negativ. Ab Anfang auch Mitterrand, auch Ruud Lubbers, mein eigener Ministerpräsident, auch Martens, die belgische Ministerpräsident. Aber von Anfang ab war Delors das Ziel von Wiedereinigung unterstützt. Bereits am 18. Oktober, das war ein Tag nach die große Demonstration in Leipzig, hatte Delors in Brügge ein Speech gemacht. Und in die Speech hat er bereits das Recht von Selbstbestimmung von Deutschen, inklusief natürlich DDR-Deutschen, dargebracht. Und er hat auch einen Hinweis gegeben zum deutschen Einigung im Rahmen von einer weiteren europäischen Integration. Das ist bereits am 18. Oktober. Am 10. November hat die Kommission ganz klar gesagt, dass die DDR ein Sonderfall war. Und im Januar, 17. Januar, in einem Speech hat Delors antizipiert, dass ein DDR-Beitritt ohne Erweiterung aufgrund von Artikel 23 vom Grundgesetz vielleicht möglich wäre. So Delors war von Anfang an, er sah die Entwicklungen viel klarer wie die meisten Regierungsleute. Wie Helmut Kohl. Helmut Kohl hatte das, was man sagt, das Bauchgefühl, das wird kommen.
Und ja, er hat das auch mit seinem 10-Punkte-Plan. Und jeder war überrascht über das 10-Punkte-Plan dargelegt. Die Reaktionen von die Mitglieder in die Europäische Rat in Straßburg in Dezember, das war doch vorsicht. Die Reaktion von het Europese Parlement war viel klarer in Dezember. In Dezember hat het Europese Parlement bereits gesagt, wir werden eine deutsche Wiedereinigung haben. So das war ein bisschen die Situation bis Anfang, Ende Januar, Anfang Februar. Dieser Beitritt nach Artikel 23 zur Bundesrepublik Deutschland, das war ja nur eine mögliche Variante gewesen. Ja. Die Entscheidung darüber fällten ja die Abgeordneten der Volkskammer. Ja. Die sollten ja gewählt werden im Mai ursprünglich. Ja. Dann hat man wegen der Ereignisse das vorgezogen auf den März. Und dass die Allianz für Deutschland so einen hohen Wahlsieg davon tragen würde, das war ja eigentlich überhaupt gar nicht ausgemacht. Ja. Im Februar gab es noch Umfragen dazu, da führte die SPD und das linke Lager, eigentlich alle gingen davon aus, dass es sozusagen eine linke Regierung geben würde. Das unter einer linken Regierung wäre das natürlich Beitritt nach Artikel 23 schwieriger, wenn nicht sehr problematisch geworden. Insofern hätte die Strategie von Delors auch durchaus ins Leere laufen können. Ja, vielleicht. Aber auch in Bonn, die Regierung in Bonn hat bereits im Februar angefangen, wenn die Besprechungen anfangen über das Währungswirtschafts- und Sozialunion, das was alles basiert auf die Möglichkeit von Artikel 23 Grundgesetz. Aber Sie haben recht, es war nötig, dass auch die DDR in die Volksabstimmung eine Mehrheit hatte, um die Weg zu wählen. Und vielleicht haben Sie recht, dass wenn die SPD gewonnen hätte, dass man die andere Grundsatzartikel, ich glaube, das war 176, gewählt hatte. Und das hätte impliziert eine viel langere Prozedur, vielleicht in Richtung von einer Konföderation und nicht in Richtung einer Wiedereinigung. Das war jetzt eine äußerst neue Situation für alle Beteiligten letztendlich und auf die sicherlich niemand richtig vorbereitet war. Und dennoch mussten sich ja die Kommission, der Rat und auch das Parlament sehr schnell auf diese Situation einstellen und vorbereiten. Wie funktionierte das eigentlich? Na, bereits Anfang Februar bildete die Kommission drei Arbeitsgruppen ein. Eine Arbeitsgruppe Finanz mit Christoffersen, ein Arbeitsgruppen Wirtschaft mit Bangemann und eine Arbeitsgruppe Außenpolitik mit Andriessen. Und es bildet auch ein Taskforce Deutsche Einheit unter meiner Leitung an. Das war bereits im Februar 1990. Und die Europäische Parlament bildete eine Ad-Hoc-Gruppe Deutsche Einheit ein unter Vorsitzenschaft von Alan Donnelly. Er hat das sehr gut gemacht. Ja, und kurz danach bekommt die Kommission von die Rat Mandat, eine Mitteilung vorzubereiten für die Europäische Rat in Dublin in April. Und faktisch, die Kommission hat die Mitteilung am 19. April vorbereitet und Ende April in die Europäische Rat in Dublin war es soweit, ein Gutachten für einen Beitritt ohne Erweiterung aufgrund auf
auf Artikel 23 vom Grundgesetz. Aber in Februar, März, April hat die Kommission sehr viele Kontakte gehabt mit der deutschen Regierung in Bonn wegen der Währungswirtschaft und Sozialunion. Und das hatte auch viele Gemeinschaftsaspekte. Ich erinnere mir, dass in Ende März die Volkselige Kommission nach Bonn abgereist ist, um ein Treffen zu haben mit Helmut Kohl, mit dem Bundeskanzler. Und wir hatten viele Kontakte mit Hans Dietmeier, der war die Hauptverhandler für das Staatsvertrag, und auch mit Johannes Ludewig, der war der Wirtschaftsberater von Helmut Kohl. Nou, das alles hat gut gelaufen, auch nach die Wählen, was sie gesagt haben. Und Ende Juni gab es auf Basis von einer Mitteilung von der Kommission ein Gutachten von der Europäischen Rat, die zweite Europäische Rat in Dublin, für ein Gutachten für das Staatsvertrag. Und das Staatsvertrag war sehr wichtig, aber wegen das Staatsvertrag automatisch vielleicht um 80% von Gemeinschaftsrecht automatisch auch wirksam werden in die DDR. So, das war eine wichtige Entscheidung. Ja, wie Sie sich erinnern, Anfang Mai gab es die Umwechslung von Deutsch-Ostmark in Deutschmark 1-1. Das war die Bundesbank war nicht so froh darüber, aber das war ein teures Geschäft. Und das war auch die Anleitung, dass viele Ostdeutscher nach Westdeutschland reisten. Und das war auch, darum ist das ganze Prozess beschleunigt. Wenn wir Anfang 90, im Februar 90, dachten wir, auch in Bonn, ja, das wäre einige Jahre dauern, um das ganze Prozess klar zu machen. Und durch die viele Ostdeutscher, die nach Westdeutschland kamen, war es bereits in Frühjahr das Idee, wir können das schaffen bis Ende 90. Und das wird noch beschleunigt, und das werde dann 3 Oktober. Und das hat mir und meine Kollegen sehr viele Kopfbeschwerden gemacht, um das alles zu klären. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja wenig bekannt, dass die Verhandlung über den Einigungsvertrag, dass da die Europäische Kommission mit in Form ihrer Person mit am Tisch saßen. Und was wurde denn da verhandelt und wer saß da am Tisch? Und können Sie vielleicht auch ein bisschen was erzählen, wie die Atmosphäre so war? Na, zuerst war das natürlich ein Privileg für mich, um als einziger Deutscher in die westdeutsche Delegation, in die Delegation von Wolfgang Schäuble, dabei zu sein. Wir hatten 2 Verhandlungsrunden. Die erste Verhandlungsrunde war in Bonn, und die zweite Verhandlungsrunde war in Berlin. Und das war das war die erste Luftwaffenmaschine, der nach dem Krieg in Schönefeld landete, war ich dabei mit der westdeutschen Delegation. Das war doch
doch eine Erfahrung. Nou, die Atmosphäre war gut. Es hatte viele Vorbereitungen gegeben und die Leute von Schaubler hatten das sehr gut vorbereitet. Es waren gute Kontakte mit Günter Krause, der Anfang von den Verhandlungen war Lothar de Maizière dabei, aber Günter Krause, Staatssekretär, hat das gemacht und er hatte gute Kontakte mit das Innenministerium und mit Schauble. Ja, ich glaube, dass eine von den wichtigsten Themen in die Verhandlungen war Regierungssitz. Mhm. Sollte die Regierungssitz in Bonn bleiben oder nach Berlin gehen? Und für Günter Krause und die Ostdeutscher war das wichtigste Punkt, das sollte Berlin sein. Aber ja, das war nicht so leid. All die deutsche Beamte, die wohnten schön in Bonn am Rhein und so. Und viele hatten nicht die Lust, um nach Berlin zu gehen. Man hat einen Kompromiss gefunden. So, das war ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, das wichtig war die Finanzkonsequenzen für die neue Länder. Das ist auch hat man das gut gemacht. Es gab natürlich auch viele Gemeinschaftsaspekte. Und ich war an oberen Tisch. Und Schaubler hat mir alle Gelegenheit gegeben, um zu intervenieren, wenn das von Gemeinschaftsaspekten notwendig war. Und das habe ich auch getan. Und ja, Schaubler war dankbar dafür. In seinem Buch hat er auch genannt, dass er froh war, dass ein Kommissionsvertreter dabei war in die Einigungs Verhandlungen. Die Einigungsverhandlungen war ja das eine. Ja. Und das andere war natürlich die Frage der gesamten europäischen Regelung ja. des Rechtsbestandes. Ja. Und wenn wir sehen, wie mühsam der Brexit abläuft und wie langwierig das Ganze ist, dann mutet das doch ein bisschen an wie ein Wunder, dass das in dieser Kürze der Zeit diese ganzen Fragen sozusagen behandelt werden konnten. Das ging ja von dem Außenhandel auf der einen Seite, aber über ganz viele Politikbereiche, Umweltfragen waren sicherlich auch ein wichtiger Punkt letztendlich. Und wie konnte das eigentlich in dieser kurzen Zeit passieren? Ja, die Integrierung von das sekundäre Gemeinschaftsrecht die Integrierung von der DDR in das sekundäre Gemeinschaftsrecht war natürlich meine Hauptaufgabe wie Leiter von der Taskforce. Und das Ausgangspunkt war, aufgrund von Artikel 23 Grundgesetz, dass ab Einigungstag automatisch alle Gemeinschaftsrecht primär und sekundär eingeführt werden sollte in die neuen Länder und in die fünf neuen Länder und Berlin. So, das war natürlich notwendig, um das ganze Gemeinschaftsrecht, acquis communautaire nennen wir das in Jargon, um das durchzuprüfen, um zu sehen, inwieweit technische Anpassungen notwendig waren und inwieweit Übergangsregelungen notwendig waren. Um ein Idee zu geben, das war etwa 40.000 Seiten von Gesetzgebung. So mit all unseren Dienststellen mussten wir das durchführen. So, das war eine riesenhafte Sache. Und das
war auch riesenhaft, omdat die Zeit sehr kurz war. Das war bereits kurz, wenn es in 31. Dezember 90 gegeben hätte, aber das war noch viel kürzer, wenn es letztlich 3 Oktober 90 die Einigungstag war. Nou, wir haben Ende August alle Gesetzvorschläge am Parlament und Rat und beide Institutionen waren involviert zugeschickt. Das waren Verordnungen mit vielen technischen Anpassungen, aber auch Übergangsregelungen, wie Sie sagen, in Umwelt, Qualitätsnormen, Strukturpolitik und Außenhandel. Und Außenhandel war ein von den Sachen, die das meest kompliziert war. Das Ausgangspunkt war, dass alle Verpflichtungen von die DDR in Außenhandel automatisch Verpflichtungen werden sollten von die Gemeinschaft, von die ganze Gemeinschaft. So, das war notwendig, um eine Idee zu haben, was all die Verpflichtungen von DDR waren. So, ich habe viele Kontakte gehabt in Ost-Berlin, den Gang. Und letztlich ist eine Truck, Lastwagen mit alle Dokumente nach Brüssel gereist. Und wir haben das alles durchexerziert. Und wir hatten Glück, omdat alle Außenhandelsverpflichtungen van DDR im Rahmen van 5-Jahren-Plan waren. En dat 5-Jahren-Plan endete Ende 90. So, we hadden Glück dabei. En es gab nur wenige Verpflichtungen, die über die 5-Jahren-Plan hingegangen. Er waren Verpflichtungen zum Beispiel mit Kuba, Zuckereinporte von Kuba und Maschinenexporte nach Kuba. Es waren auch Verpflichtungen mit Vietnam, Maschinen nach Vietnam und vietnamesische Arbeitsnehmer nach Ostdeutschland. Wenn Sie Dresden kennen, sehen Sie, dass es gibt in Dresden eine große vietnamesische Population. Das ist von damals, von den vietnamesischen Arbeitsnehmern, die nach Dresden gekommen sind. So, das waren ziemlich komplizierte Sachen, aber das haben wir geklärt. Aber es war nicht möglich, um alles juridisch zu klären vor die 13. Oktober. Und wir haben dann, das war sehr außergewöhnlich, von die Rat hat die Kommission eine Mächtigung bekommen, um selbst provisorisch alle Rechtsakte einzuführen und bis Ende von das Jahr und bis Ende von 90 hat die Rat das dann selbst gemacht. Und das war zum Beispiel war es notwendig, um in der ersten Woche von September alle Rechtsakte in 2 Lesungen in eine Woche im Europäischen Parlament durchzuführen. Und das Parlament hat sehr, sehr gut mitgearbeitet dabei. Es wundert ja auch ein bisschen, dass es keine Widerstände von den Mitgliedstaaten gibt. Es hat ja auch sozusagen Wettbewerbsgesichtspunkte, wenn wir uns mal vorstellen, Ostdeutschland, großbetriebliche Agrarstruktur. Nirgends sonst gab es in Europa so eine Agrarstruktur.
Ja. Dann hatten wir diese Industriekombinate, die Chemiekombinate, und das hätte ja durchaus auch eine Gefahr sein können für die anderen, für die Wirtschaft der anderen europäischen Länder. Dass es da keine größeren Widerstände gegeben hat, wundert einen auch ein bisschen. Naja, die politische Druck war natürlich sehr groß. En niet nur van Duitsland, maar ook van Amerika. Und, die Amerikanen hebben een wichtige rol gespeeld in dat ganze Einigungsproces. So, de politische Druck om snel te arbeiten was groot. Ze hebben recht, er waren ook zorgen over wettbewerbsvoorteilen voor die DDR. Die große Kombinate, etc. Er haben ziemlich viele Kontakte stattgefunden zwischen die Wettbewerbsdienststelle von der Kommission und die Treuhand in Deutschland. Und letzter Endes gab es gar keine Wettbewerbsvorteile für die DDR. Alle Statistiken waren falsch in die DDR. Und die Schlussfolgerung nachher, nach 90, war, dass praktisch keine ostdeutsche Industrie wettbewerbsfähig war. Und ja, daarom had men ook zoveel geld nachher. Ook van die Europese structuurfondsen, met name van die Duitse regering, veel geld investeerd in Oost-Duitsland. Ik geloof dat waar geld als goed investeerd is, man had. Dat was nodig. Er gab viele Umweltproblemen in Oost-Duitsland, zodat so man ziemlich drastisch überholt. Ja. Sie hatten ja angesprochen eingangs, dass Jacques Delors auch relativ konstruktiv und auch sehr stark für die deutsche Einheit sich eingesetzt hat. Das hat er sicherlich auch aus einem gesunden Eigeninteresse gemacht, weil es war ja damit verbunden auch eine stärkere europäische Integration. Ja. Es war die Chance für ihn auf der der Euro sollte kommen. Helmut Kohl wollte die deutsche Einheit. Ja. Für ihn war klar, die deutsche Einheit wird es nur geben, wenn diese Integration kommt, wenn wir die D-Mark hergeben. Und das heißt, da, zwischen den beiden gab es sozusagen eine Win-Win-Situation. Ja. Dass das funktionierte, das kann man sich noch gut vorstellen. Ja. Was mich ein bisschen wundert, ist, wie es gelungen ist, Maggie Thatcher ins Boot zu bekommen. Maggie Thatcher wollte ja weder die deutsche Einheit haben, noch wollte sie mehr Europa haben. Ja. Und den Euro, den wollte sie schon gar nicht, haben sie ja dann auch gar nicht bekommen. Und haben Sie da Einblicke, wie das gelungen ist, Maggie Thatcher ins Boot zu bekommen? Na, es gab natürlich ein sehr gute Zusammenarbeit, erst zwischen Delors und Kohl und danach auch mit Mitterrand. Für Mitterrand war das sehr wichtig, ein vereinigtes Deutschland zu integrieren in europäische Rahmen. Und das war auch ein bisschen das Credo von Hans-Dietrich Genscher. Deutsche Einheit in europäische Rahmen. Und in die zweite Europäische Rat in Dublin hat man auch beschlossen, um zwei intergouvernementelle Konferenzen zu haben. Ein für die Währungsunion und ein für die politische Union. Und was danach in 92 das Vertrag von Maastricht ist. Und Sie fragen, ja, warum hat Margaret Thatcher mitgemacht? Ich glaube, dass eine große Rolle gespielt hat, ist die Druck von den Amerikanern. Die Amerikaner
habe die deutsche Wiedereinigung von Anfang unterstützt. Viel früher wie die europäische Regierungsleiter. Und dann waren zwei Personen, die eine große Rolle gespielt haben. George Bush Senior und Jim Baker, der war die Minister von ausländischen Sachen. So für Thatcher war die Relation mit den Vereinigten Staaten natürlich sehr wichtig. So, sie konnte nicht die deutsche Einigung ablehnen, das war ausgeschlossen derzeit. Was die ohne Helmut Kohl, und wenn Helmut Kohl nicht die Wahlen gewonnen hat, die ganz deutsche Wahlen, ohne die Wahlen in Nachjahr in 90, mhm. Und ohne die Position von Kohl, hatten wir niemals die Euro gehabt. Hè? Wir danken die Euro an Helmut Kohl. En man kann sagen, Helmut Kohl war ein richtiger Staatsmann. Er hat viel weiter geguckt dan viele andere Staats- und Regierungschefs in Europa. Und für Delors war die Währungsunion Option sehr wichtig. Für Delors war Innenmarkt und Währungsunion die zwei Seiten von dieselben Medaille. Und er hat auch Delors hat auch das Mandat bekommen, und das dankte er an Kohl, die Bundesbank war dagegen. Die Deutsche Bundesbank. Delors hat das Mandat bekommen, um eine Arbeitsgruppe vorzusitzen mit allen Präsidenten von den nationalen Banken. Und das Delors-Rapport war die Basis für die Einstimmung in Maastricht in 92. Die Basis für die Währungsunion und die Euro. Ja, dass die DDR nicht nur der Bundesrepublik beigetreten ist, sondern auch der europäischen Gemeinschaft, das ist der ostdeutschen Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, überhaupt nicht bewusst gewesen. Auch in der westdeutschen Bevölkerung war das auch nicht so ein großes Thema gewesen. Und auch heute, 30 Jahre danach, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass in Ostdeutschland die Identifikation mit der Europäischen Union doch relativ schwach ausgebildet ist. Und könnte es sein, dass ich nun recht, dass dieser schnelle, pragmatische Weg sozusagen auch die Folge hat, dass sozusagen die Menschen nicht so richtig mitgenommen wurden? Ja. Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht. Es gab eine ganze Generation, die in Ostdeutschland gelebt und gearbeitet hat in ein ganz anderes System, in ein kommunistisches System. Das ist mehr wie 40 Jahre. Das ist eine ganze Generation. Und wir sind jetzt 30 Jahre weiter, sodass das nimmt Zeit, um die Leute auch die Herzen von den Leuten zu verändern, dass man europäische Bürger sind und so weiter. Und ich glaube, dass es in Ostdeutschland doch einen Unterschied gibt zwischen die alte Generation, meine Generation und ihre Generation. Ich glaube, dass es für die junge Menschen, die reisen viel mehr, die machen jetzt auch Erasmus-Programme mit. Ich glaube, dass für die jungen Menschen das Beste von die deutsche Einheit war, dass sie könnte über ganz Europa reisen, andere Länder, andere Systeme, andere Kulturen
sehen. Das, voor jonge mensen is dat veel, veel leichter zich aan te passen dan, dan voor mensen, zum Beispiel van mijn generatie, een beetje jonger. En in dat alte DDR-systeem, ja, gab es eine Altversorgung für alle Leute, alle, auch die Frauen arbeitete und so weiter. So, das kostet Zeit. Aber vielleicht hat man auch von westdeutscher Seite zu wenig investiert in die neuen Länder, zu wenig auch die Bürger mitgenommen in ein europäisches Abenteuer, wie sagt man das? Abenteuer. Vielleicht hat man doch zu viel das Unterscheid zwischen Wessis und Ossis kultiviert. Vielleicht hätte man das besser machen können. Aber ich nehme an, dass mit der Zeit das besser geht. Es ist keine gute Entwicklung, dass eine Partei wie die AfD so viel so populär ist in die Ost, in die neue Länder. Und ja, das ist auch ein Fehler von Westdeutscher, vielleicht auch von den neuen Ländern selbst, dass man nicht genügend gemacht hat, um auch die Herzen von den Leuten zu winnen für ein gemeinsames Deutschland und ein gemeinsames Europa. Ja. Was ich noch sagen wollte, Kohl war sehr dankbar für Delors, für was er in die Periode gemacht hat. Und wenn es die Einigungstag gab, am 3. Oktober, waren nur ein paar Nicht-Deutsche eingeladen. Das war Delors und ich hatte das Privileg, zusammen mit Delors dabei zu sein. Das zuerst in Nikolaikirche, dann sind wir gelaufen durch die Brandenburg-Tour nach das Bundestag. Nur Delors und der Präsident von der Europäischen Parlament, ein Spaniard, waren die einzigen Nicht-Deutschen, die eingeladen waren. Und für mich war das ein ganz großes Privileg, um dabei zu sein. Und jederzeit, ich in Berlin bin, gehe ich immer nach die Nikolaikirche. Ja, Herr Trojan, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Verzeihung für mein Deutsch. Es war ausgezeichnet.